Terima kasih ist Danke auch auf Indonesisch, Bahasa Indonesisch. Nama saya, nama saya Blado. Ich habe bloß mal eine Frage. Spiralkanäle. Ich weiß, also ich komme aus einer Gegend, wo es viel Sand gab und viel Wasser. Und wir als Kinder haben schon immer hier, das war der Anfang eigentlich, dass wir immer Kreise gezogen haben nach der Muschel. Und mein Großvater hatte in seinem Park, hatte der aus Buchsbaum schon diese Spiralen gehabt. Ja, aber das ist ja im Grunde genommen nicht neu, das ist ja nur wieder aufgefangen, aufgenommen. Eben, wie schon gesagt, also Spirale ist so alt wie Universum selbst, ohne Mikro- und Makrokosmos. Das wollte ich ja nur sagen. Genau, genau. Also von daher habe ich gar nichts erfunden. Natürlich, Kanal hat mich eventuell ins Ganze auch mitgenommen. Also, ja. Ja. Aber ich glaube, diese halt rund die Geschichte ums Ganze hat doch eine Handschrift, vielleicht meine. Also, dass ich das entwickle, basierend auf Netzwerken von. Künstlerkollegen weltweit und so. Also das ist genauso wie Handwerk, hat ja auch jeder seine eigene Handschrift. Genau, oder? Genau, ja, ja. Danke. Mein Neffe, Quatsch, mein Enkel hat mich letztes Jahr mitgenommen in die Uni Westend zu einer Vorlesung über Kinderzeichnungen. Und das fing an mit den 3-4 Monaten alten Babys. Ja. Die nehmen ihren Karottenbrei und machen auf dem Tischchen, nicht? Und dann, und jetzt habe ich vor 2 Wochen mich befasst mit einem Referat über Friedrich Nietzsche, die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Und er hat die beiden Antipoden herausgearbeitet, Apollo und Dionysos. Apollo steht für Kosmos, für Ordnung. Also vereinfacht gesagt, und Dionysos steht für Vitalität und für Chaos. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Violinkonzert von Mendelssohn nehme, das ist für mich Kosmos, melodiös. Wenn ich das Violinkonzert von Tschaikowski nehme, das ist für mich Vitalität und Chaos. Der Wiener Kritiker Hanslick hat gesagt, es ist eigentlich unspielbar. Es war dem Geiger Joachim gewidmet und er hat gesagt, ich spiele die Violine nicht, ich schlage sie grün und blau. Also das Umfeld. Und dann noch ein letzter Satz, was mir auch eingefallen hat zu Ihrem interessanten Vortrag, der auch so amorph war für mich so, da muss man, Entschuldigung, ich will jetzt nicht Ihre, also wie soll ich sagen, die Definition liefern, aber ich denke jetzt spontan an Wilhelm Reich, Charakteranalyse, die Orgontheorie, also das Orgiastische. Wilhelm Reich hat mit Mehlwürmern experimentiert und die wollten sich immer kringeln. Alle Würmer wollen sich kringeln. Wenn ich die aber mit einer Pinzette anfasse, dann werden sie, auch eine Schlange zum Beispiel, dann werden sie ein Strich. Und wer jetzt nicht den Ruder bewegen kann, aus Central Movement nennt, also zentrale Bewegung aus dem Solarplexus heraus, aus der Höhe. Wer das nicht kann, der, also es gibt ja so Menschen, er nennt das Kränkung. Gekränkte Menschen, die gehen so stockesteif, als hätten sie ein Lineal im Rücken. Und das ist also das Gegenteil von Spiral. Als ich Ihre Einladung bekam, Herr Pflug. Ich bin nicht der Herr Pflug, der Hans. Da habe ich, spontan gedacht an Spinalkanal. Da dachte ich an das, man sagt ja, klar, das Rückgrat, das ist ja. Nicht Spinal. Aber dann habe ich gesagt, nee, das schreibt sich ja mit N und nicht mit R. Also hier muss es ja um was anderes gehen. Aber sehr, sehr anregungsreich. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Käse, das ist so toll. Also.
Das finde ich jetzt eine Win-Win-Situation, weil ich jetzt von Ihnen was Tolles gelernt habe. Dankeschön. Ja. Na, ja. Glaube ich, wer ist es? Gibt es noch andere Stimmen? Du wolltest doch was. Ja, ich wollte eigentlich nur zum Chaos ein bisschen was sagen. Wir haben es natürlich in der Physik, aber in der Naturphilosophie sehr stark mit Chaos beschäftigt. Also es ist jetzt heute mehr positiv gesehen wie negativ. Wir hatten so beim letzten Mal so auch einen Test, aber war ein Psychologe da. Der hat also dann etwas haltet ihr von Chaos. Da gab es also überwiegend positive und nicht negativ. Alle Kreationen findet nur im Chaos statt. Und wenn es in die Harmonie geht, das ist zwar der Weg, aber die Harmonie ist Ruhe, Stillstand. Nicht zu sich mehr, und das ist die maximale Entropie, wenn im Chaos den so wie Null ist. Genau wie man es anders sich eigentlich vorstellt. Also im Chaos werden Strukturen erst gesucht. Das ist die eigentliche Kreation. Sind sie gefunden, ist die Kreation beendet. Und dann bist du am anderen Ende, da sind dann so gesättigte, ich will es keinen Namen nennen, aber es ist so, wo sie so die. Naja, die patronierten Millionäre, die da lassen, da tut sich ja nichts mehr. Da haben sie den Clubs und so weiter, ja, und so. Aber kreativ ist Feierabend. Also, das ist dann das Ende dieses Weges, der eigentlich im Chaos beginnt. Du bleibst im Chaos, ich habe dir das gesagt, du bleibst in der Nähe des Zentrums des Vulkans. Also ich kann nicht gegen meinen Naturellen. Ich habe es auch versucht, irgendwie, wenn das irgendwie, irgendwann ging mir auf Nerven, so wie ich ein Rabbin. Da, aber dann bin ich nur echter wie ich bin. Und nee, du musst im Chaos bleiben. Gar nicht anders. Ich gehe auch nicht aus dem Chaos. Das hält jung. Ja. Nee, Chaos, für mich ist das eine Gräberlandschaft. Danke, die haben eine Harmonie. In der Physik gibt es ja diesen Chaos-Pendel, das kennen Sie wahrscheinlich genau, auch. Genau. Ja. Und Chaos-Pendel, das heißt, es ist nichts berechenbar mehr. Ne? Wenn diese verschiedenen Teile anfangen zu schwingen, dann entwickeln sich ständig neue kreative Formen und Bewegungen. Sogar bei zwei Teilen sind sie nicht mehr algorithmisch berechenbar. Ja, okay. Und das Algorithmische ist sozusagen meiner Meinung nach das Gegenteil von dem, was man Chaos versteht. Und man geht davon aus, im digitalen Zeitalter, in dem wir im Augenblick stehen, alles ist im Grunde berechenbar. Und das stimmt natürlich nicht, was der Dr. Pluck eben gesagt hat. Alles ist Chaos. Alles geht aus dem Chaos hervor. Und es ist im Grunde genommen, die Natur ist nicht berechenbar. Ne? Nein, ist sie. Aber es gab doch mal so eine Chaosformel mit der Selbstebene. In den 90er Jahren gab es doch mal eine physikalische, mathematische Bewegung, die wollte die Weltformel finden mit einer Chaostheorie. Ja. Und das hat was mit Selbstähnlichkeit, aber ja, doch eben wieder mit Kosmos zu tun. Oder sagst du mal, aber ich bin kein Physiker. Ich wollte sagen, die Formel heißt. Selbstdenken macht Spaß. Wenn du einen Parameter ganz wenig veränderst, dann kann das schon die Ergebnisse sein, also ich tue zu chaotisch sein oder harmonisch. Also die kleine Veränderung wirkt also eine große Wirkung. Kleine Ursache, große Wirkung. Ja, ja. Und insofern kann man nichts voraussagen. Man kann überhaupt keine Zukunft voraussagen, weil die immer an ein Chaos, eine Bifurkation stößt, wo der Weg jetzt von der Linie abgeht und woanders hin. Das ist unmöglich. Selbst bei ganz simplen Alltagsvorkommnissen. Der Blut, das habe ich doch gesagt. Chaos ist nicht berechenbar. Ja, ich habe so sehr gesagt, Sie wollten. Nee, ich habe gesagt, Chaos ist nicht berechenbar. Nee, die ganze Zeit ist gleich. Ja. Ich habe eigentlich noch gesagt. Aber wenn ich nur noch etwas, das hat mich jetzt wiederum erinnert, als ich aus einem Chaos des Alltags nach Estland arbeiten ging. Und da habe ich gearbeitet alleine in der Nähe von, das ist schon See, kleiner See gewesen, im Wald.
Und das war eine Art der Meditation für mich. Und ich war tief in der Erde, der tiefste Punkt war so tief, dass ich dort stehen konnte. Warum? Ich musste mich fühlen, ich musste die Erde wahrnehmen, auch über den Geruch. Den Geruch und so weiter. Und ich war dort alleine und irgendetwas passierte dort, was mich sehr bewegt hat. Und als ich zurückgeflogen bin, da habe ich gedacht, was ist da los? Was habe ich gestolpert und so? Da habe ich alle meine Werke geblättert, Zeichnungen, Bilder angeschaut, noch einmal. Ich war so paff. Ja, ich wusste das nicht. Auf jedem zweiten Werk habe ich Symbol Spirale gesehen, gefunden. Ich hatte das nicht gewusst bis dann. Das ist jetzt eine persönliche Erfahrung, persönliche Erkennung, dass das eben dass dann dieses Symbol für mich eine besondere vielleicht Bedeutung hat, keine Ahnung, aber ich habe das nicht absichtlich gezeichnet, beziehungsweise, ja, das kam immer so heraus, so, ich musste irgendwann gehen, dort tief in die Erde. Und das war vor dem Projekt alles. Ja, genau. Aber es ist tief in die Erde, im Dunkeln, nassen und so, um das zu erfahren. Ich sage, an einem der Schlussbilder, der Mensch stiftet Chaos, Krieg und Frieden. Und ja. Aber nicht alle. Nein, nicht alle. Sehr wichtig. Aber es gibt so ein russisches Sprichwort. Also wenn ich mal von uns ausgehe, wenn wir nicht aufpassen, dann stiften wir ja Chaos in uns selber. Und wenn wir dann wenn wir dann die Gnade haben, in den Schlaf zu fallen, dann wachen wir morgens, wenn wir Glück haben, erfrischt und geordnet wieder auf. Und irgendetwas in uns stiftet dann Kosmos wieder, also Ordnung. Wenn die Ordnung in der Erde, die Lage in der Erde veranlagt ist, als ordnende Kraft, dann erwachen wir regeneriert wieder am Morgen auf. Und dann fangen wir wieder an, uns kaputt zu machen. Bis wir abends dann wieder. Muss aber nicht sein. Aber muss es sein, Sie haben das recht. Wenn zitierte Persönlichkeiten, also die Ziele Psychoanalyse, dass der Mensch in sich zentriert wird, wenn wir das schaffen, oder durch Meditation auch, dass wir in uns selber ruhen als Mittelpunkt einer Spirale, wenn ich das nicht verstanden habe, dann ist das. Und ich meine, gut ist in diesem Projekt, dass jeder darf eigene Geschichte, also Sie alle also als Zuhörer, alles ist gut. Ja, alles Sie lassen ja auch alles offen. Genau, also da gibt es keine Definitionen. Ja, und so mehr verschiedene Definitionen gibt es und so. Und so mehr freue ich mich. Klar. Zurück zum Anfang. Nicht zu vergessen, wir haben heute mit uns wirklich einen speziellen Gast. Uli Bayer kommt aus Wien, ist am Weg nach Holland. Spiralkanal hat uns auch ähnlich zusammengebracht, nach auch ähnliche Geschichte wie mit Jürgen. Wir sind schon eine sehr lange Zeit zusammen in virtueller Welt. Mhm. Und das ist das erste Mal, dass wir uns treffen bei euch. Danke euch dafür. Wirklich. Und er ist. Bitte, möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen, dass wir das nicht erwähnt? Also, wenn du das nicht ausmachst. Oder was? Ich werde gerne. Also, herzlich willkommen. Bitte. Ja, bitte. Danke, dass du mich eingeladen hast. Das Chaos hat mich hergebracht, wobei das davon abhängt, woran man es misst. Also das ist ja auch in der Wissenschaft immer die Frage, woran messe ich es. Ich wollte nach Holland fahren und habe Vlado nach langer Zeit kontaktiert, weil ich wissen wollte, wo er wohnt,
Opa, ich habe gar nicht gewusst, bist du jetzt in Liechtenstein, bist du jetzt in Deutschland? Und er sagt mir, ja, morgen halte ich in Frankfurt einen Vortrag, und ich sage, ja, das müsste sich ja ausgehen, ich komme einfach vorbei, pünktlich verspätet. Ja, du könntest noch ein bisschen mehr von sich erzählen. Ja, das wäre immer interessant. Mache ich sofort. So ist es, das Chaos zu einer Punktlandung gekommen. Mein Name ist Uli Peyer, ich habe in meinem früheren Leben Physik studiert und Psychologie, Philosophie. Ich habe die Akademie Philosophieren mit Kindern in Wien gegründet, mache das seit 13 Jahren. Das heißt, ich philosophiere mit Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen. Also sind mittlerweile mache ich Gesprächsgruppen mit Erwachsenen, mit sehr spannenden Fragen, die reichen von, was ist das nicht? Und da kann man sehr lange drüber philosophieren. Bis hin zu, was bedeutet es, anders zu sein? Also es gibt einen sozialen Kontext, es gibt manchmal einen wissenschaftlichen Kontext, aber im Zentrum steht immer eine philosophische Frage, die wir nicht nur jetzt im Gesprächskreis behandeln, sondern die wir wirklich auch mit Übungen verbinden. Haben Sie da einen speziellen Philosophen oder einige Philosophen, die Sie da verhandeln? Ja, alle, die da sind. Bitte? Alle, die da sind. Also die aktuell da sind, die Kinder sind. Die Kinder sind die Philosophen und Philosophinnen. Die Kinder sind die Philosophen. Es geht hier um die Urform des Philosophierens. Ja, wir rezitieren niemanden. Mhm. Es kann natürlich vorkommen, dass Gedanken von Descartes oder von Kant oder was auch immer die wiederentdeckt werden. Okay. Aber im Grunde gehen wir ganz weit zurück. Ja, also durch die Übungen, die wir machen, und durch die Gesprächsmoderation ist eine sehr spezielle auch, um wieder in dieses eigene Denken zu kommen. Also gerade bei den Kindern, ja, bei den Erwachsenen entwickelt sich das, je öfter man philosophiert, natürlich dann im Rahmen des Schulunterrichts. Ja, wäre wünschenswert. Also ich bin mit dem Stadtschulrat immer wieder im Gespräch. Wir haben viele kleine Projekte. Wir wollen sozusagen wieder denkende Menschen auch in den Schulen. Also das kritische Denken, das Hinterfragen, was ja die Urform jeder Wissenschaft ist. Ne? Ja, das ist uns sehr nah. Ja. Da sind Sie hier richtig nah. Ja. Wir haben jetzt am 26. April ein Seniorentreffen hier mit dem Thema unendlich, was hat es damit auf sich? Wunderbar. Wenn wir wirklich in die ganze Kosmologie rein, ist es sehr schwierig sein. Wir sind ja hier in einem Gespräch, was kann man da zumuten? Und wir haben ja heute schon Diskussionen gehabt über den Grenzwert, ob 0 nur eine mathematische Zahl so auch ein Grenzwert sein kann, die sind uns nicht einig geworden. Er ist vorwiegend Physiker und Mathematiker. Ja, ja. Und ich bin Physiotechniker. Ja. Also, es gibt noch viel zu philosophieren. Ne? Ja, ja, oder was ist eine Zahl überhaupt? Ja? Entschuldigung. Also, bevor wir über 0 oder 1 sprechen, also wäre bei uns sozusagen die Grundfrage, was ist eine Zahl überhaupt? Ja? Und war die vor Menschen schon da oder danach? Also, da kann man wirklich in die Tiefe gehen. Ja, ich lese gerade über den Pythagoras, denke ich, seit 27 Jahren, also seit der Matura nach. Wissen Sie auch die Erweiterungs-. Ich habe sie nicht gesehen. Könnten Sie noch ein bisschen was sagen über diese Beschulung, also dieses Philosophieren mit Kindern, wie Sie das organisatorisch regeln und vor allen Dingen, welche Interessen kommen von Seiten der Kinder dann oder welche Fragen kommen da speziell auf Sie zu? Können Sie dazu was sagen? Also in welchem Rahmen das stattfindet? Ja, also das eine ist das Setting. Also das, was Sie meinen, wir nennen es halt Setting, das heißt, wo und wie findet es statt, ist schwierig zu beantworten, weil natürlich wir in einem Schulsystem leben, das vom Input-Output, ist klar. Also dieses Input-Output funktioniert halt am leichtesten auch für die Lehrer. Der geht rein, da gibt es einen Inhalt, die Kinder schreiben es mit, lernen es, geben es am nächsten Tag wieder. Nur es geht nichts rein, ne? Ich sag mal, es gibt gute Filme, die das ja alles aufgreifen. Nicht? Also der Alphabet zum Beispiel zeigt auch, dass Kinder die höchste Kreativität haben, bevor sie in die Schule gehen.
Richtig. Ja, und die Schule eigentlich diese ganze Kreativität auch zum Teil abtötet. Ja. Ich sage immer, das eine schließt das andere nicht aus. Ja. Also es kann vor allem ein motiviertes Kind, das die Neugierde wo die Neugierde geweckt wird, kann es immer nur ein Gewinn sein, auch für die Gesellschaft. Und das ist das, wo wir halt versuchen, ich mache ganz viel Ausbildungen mit Pädagogen und Pädagoginnen, ich habe aber genauso Pensionisten und Pensionistinnen, die bei mir die Ausbildung machen, und dann lernen sie, wie kann ich mit einer kleinen Gruppe philosophieren. Also bis zu 15 Personen mit einem philosophischen Gespräch anleiten und begleiten. Aber vielleicht bei den Kindern würde mich noch mal ein bisschen interessieren, welche Fragen stellen die? Ja. Was geht da ab bei ihnen? Wie weit können sie da gehen? Ja. Geburt, Seele, Tod, oder was ist da im Spiel? Das spannt natürlich den Bogen. Wo ist der Schwerpunkt bei den Kindern? Ja. Ja, wie reagieren die eigentlich darauf? Genau. Ja. Das möchte ich gerne. Ich will so antworten. Ich kann auf diese Frage nicht pauschal antworten. Okay. Sie können nicht die Kinder, wie stellen Kinder Fragen? Welches Kind? In welchem sozialen Umfeld? Welche Eltern? Ja, in welchem Alter? Also dazu pauschalieren würde ich mich jetzt nicht trauen. Aber um in die Richtung zu gehen, wie Sie meinen, Kinder sind auch unverblümt. Ja, also die kommen so geradeaus. Die schönste Frage war in einem Kindergarten zum Beispiel, wir haben ein kleines Buch herausgegeben mit der Umweltbildung. Das ist ähnlich wie in Deutschland, auch gibt es in Österreich, die sind sehr aktiv, machen echt tolle Projekte. Und wir haben so ein kleines Buch gemacht zum Thema Veränderung. Also die Umweltbildung wollte zum Thema Nachhaltigkeit. Und ich habe gesagt, ein Kind, das kann, aber zum Thema Veränderung kann ein Kind sehr wohl was sagen, aber Nachhaltigkeit, das ist wirklich schon so ganz einfach. Und dann philosophieren wir mit dem Kind und sind so mitten ganz tief in der Mitte. Und dann sagt ein Kind, es ist so still und dann zeigt es auf. Also eigentlich kann man auch mit einer Sandburg die Welt verändern. Das passt so schön zu deinem Vortrag. Ein Kind sagt mit Sandburgen die Welt verändern. Völlig korrekt. Erzählen Sie. Und spüren Sie diese Kraft in dem Satz? Also mich hat das bis heute total berührt. Wir haben ihn auch auf dem Buch als Titel genommen. Tolles Thema, ja. Da merkt man, wie Kinder, wenn sie die Freiheit bekommen, so hineindenken zu können. Und sie brauchen trotzdem einen Input. Und von mir soll ein Fünfjähriger ein Integral lernen. Ja, warum nicht? Ja. Aber trotzdem die Möglichkeit haben, in alle Richtungen zu denken. Da wurde mal gefragt, wie wird in Österreich Lesen und Schreiben gelehrt? Ist es die Ganzheitsmethode oder Buchstabiermethode? Da müssen Sie in die einzelnen Schulen schauen. Also wir haben Montessori-Schulen. Nein. Es ist wie in Deutschland. Ja, aber die Buchstabiermethode ist absolut antikreativ, weil die Ganzheitsmethode, also ich habe freilich, weil ich so spät in die Schule kam, habe ich ja selber das Schreiben gelernt, immer nur von Straßennamen analysiert. Und die Ganzheitsmethode die fördert Kreativität, weil die Buchstabiermethode zwang ist. Auch der Linkshänder nur damals gefunden, rechtshändig habe ich. Auch ich fand, der absolut negativ ist. Ja, also gibt es viele Beispiele, die im Schulsystem eigentlich schon längst überholt wären. Aber das ist nicht kindgemäß, weil das Kind will analysieren, was es sieht, und Kind erkennt Buchstaben und lernt selbst das Lesen. Also das ist seine Erfahrung. Ja. Das ist die Idee der offenen Gruppen, die gibt es viele, also die Montessori arbeiten so in den Klassen, wo in jedem Alter, wo sie zusammen und das, was das Kind jetzt im Moment lernen will, schreiben lernen will, dann gibt es dazu tolle Materialien. Man kann ja anbieten, dass Neugier geleistet wird,
Ja, ich kann rasiert, will ich nicht sagen, aber ich was angeboten habe. Aber Sie kennen es ja auch selber, es hängt oft an einem Lehrer oder einer Lehrerin. Ja. Ja. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe 8-mal Schule gewechselt, also ich habe übrigens 3 Jahre in Frankfurt gelebt, in Königstein. Ja, ja, in Taunus. Schön, das ist Gott, ja. Schön, ja. Und Harmonie herrscht und kein Chaos. Ja, und ich bin immer als 10-Jähriger auf der Burg Königstein immer herumgehüpft und habe nachgedacht. Ja. Das war der einzige. Also denken nicht an der Schulstunde. Die Größe der Gruppe würde ich nur gerne wissen. Ungefähr das Durchschnittsalter, ja, und die Zusammenarbeit mit den Eltern. Können Sie da noch was dazu sagen? Ja, bei Philosophieren jetzt? Ja, bei den Kleinen da. Ne? Genau. Es ist so, Philosophieren ist so bis 12 Personen ideal. Okay. Also ab, ja, man kann zu 4, zu 5, ja, gut philosophieren. Ideal wären so 10 bis 12 Personen. Dann, es geht aber auch 15, gehen auch. Also wenn man jetzt die nicht teilen kann. Und so 20 Personen teilen wir dann meistens in 2 Gruppen. Also Schulklassen sollte man teilen. Mhm. Ist eine Schwierigkeit, das Philosophieren zu etablieren, ist, du brauchst eigentlich immer eine zweite Person. Bei großen Gruppen. Ich habe jetzt über die vielen Jahre auch Settings, also Methoden entwickelt, wie du mit großen Gruppen philosophieren kannst. Aber die sind, das ist, sage ich mal, das ist eher, wenn man mal jetzt einmal alleine ist. Aber es ist nichts nachhaltig wirklich Sinnvolles. Ja. Hm? Sie geben kein Thema vor. Doch. Zum Beispiel? Das Philosophieren ist modular aufgebaut. Ist klar, wenn ich jetzt mit Ihnen hier anfangen würde, ja. Das sind Maschine, ja? Ja, ja, davon gehe ich aus. Ja, das, also, dass alle Kinder sind, wenn man anfängt, also nicht, dass Sie jetzt Kinder sind. Das heißt, man fängt wirklich bei Null an und macht sozusagen irgendetwas zum Thema Ich. Ich fange mit Ihnen jetzt nicht an, über das Nichts zu philosophieren. Okay. Wenn wir wirklich ins Philosophieren kommen wollen, sollten oder wäre sinnvoll, mal ein Thema aus dem Ich herauszugreifen. Ja? Also zum Beispiel, ich könnte jetzt so in die Runde mal einfach die Frage stellen, welche Rolle, fangen wir was ganz Einfaches, wäre zum Beispiel, was ist ein Gefühl? Ganz einfach. Ganz einfach. Eine Empfindung? Achso, das ist eine andere Situation. Und was ist eine Empfindung? Ja, in der Empfindung spiegelt sich das Verhältnis zu einer Situation emotional. Mhm. Und dazu kann ich rational eine Stellungnahme beziehen, aber auch emotional eine Stellungnahme beziehen. Ja. Und wenn ich diese Empfindung zu einer Situation bewusst wahrnehme, dann kann ich mit der Situation adequat umgehen. Ne? Genau. Also es spiegelt die Situation, aber, was ist ein Gefühl? Es soll ein Gefühl. Ja. Wärme im Bauch. Kälte im Kopf. Gefühl ist, was von alleine kommt. Was von alleine kommt. Ja. Also ich unterscheide zwischen Gefühl und Emotion übrigens. Ne? Man unterscheidet Emotion von Gefühl. Ich würde sagen, wir haben das philosophische eine Sendung. Das eine, was man wahrnimmt, kognitiv, und das andere, also alles, was man messen kann, auch noch messen, auch mit dem optischen Gerät, oder das mit dem Sinn aufnimmt. Ich habe jetzt das Gefühl, und was dann nicht, kann, das ist jetzt, wenn Sie es auf der nächsten Ebene, das ist alles in Wahrnehmung. Ja, habt ihr das Gefühl, was ist das Neue? Kein Problem. Also das wäre so ein Beispiel jetzt gewesen, und Sie sehen ich meine, Sie sind alles, denke ich mal, sehr neugierige Menschen. Sie sind sofort auf diese Frage auch intensiv eingestiegen. Und das philosophische Gespräch findet aber auch nicht in der Form statt, sondern wir sitzen in einem Kreis. Ist ganz wesentlich, dass man auch die anderen sieht. Das Zuhören in einer neuen Qualität ist ganz, ganz wichtig. Also, dass man so schaut, was ich ja schön finde, beziehen auf deinen Vortrag. Ich finde es großartig, der Vlado holt andere Künstler. Ja? Also, wie sehen die Spirale? Oder was,
Was macht die Spirale mit Ihnen? Ja? Das ist genau das, was beim Philosophieren auch passiert, zu schauen, was macht die Frage in dem anderen? Und dann kann ich da, aha, der andere hat jetzt gesagt, das ist eine Emotion. Ja? Und eigentlich ist es fast so ein Forschen. Ja? Es ist eigentlich so ein... Ich habe da eine Frage. In dem Zusammenhang, bedarf das denn einer Moderation oder eines Moderators dann im Grunde genommen, damit es vernünftig läuft? Also jemand, der im Grunde genommen den Überblick hat und auch alle dann zu Wort kommen lässt? Richtig, also das ist das, was zumindest eine Grundausbildung braucht, weil es ist schon sehr, es ist schon eine Herausforderung. Also wenn Sie dann so 12 dann zusammenzufassen, ja, was wie das ist. Sich wahrscheinlich auch jeweils den Raum zu lassen, dass der andere reden richtig, darf. Und also, dass die Regeln eingehalten werden, und aber auch diese Bezüge herzustellen. Okay. Ja, dass man sagt, ja, so Moment, jetzt haben wir das gehabt und das, und wie können wir das, und dann mit Impulsfragen das natürlich weiter in die Tiefe zu bringen. Ich darf meinen Text, ich bin leider unterbrochen worden, Entschuldigung, ich wollte das zu Ende bringen. Wir waren bei der Wahrnehmung. Ja. Alles, was wir über die Sinne wahrnehmen, ist eine Ebene, die ist kognitiv. Mhm. Wenn wir aber zum Beispiel mit einem Menschen sprechen, ja, dann ist das eine andere Ebene, die ist emotional. Und ich kann auch, sagen wir mal, die Menschen, die bringen das immer durcheinander, sagen, der ist böse und der andere, der hat blaue Augen. Ja? Mhm. Das sind völlig verschiedene Dinge. Mhm. Das eine ist eine Wertung, die nächste Ebene, und die ist emotional. Mhm. Ja? Das ist eine Ebene der Erfahrung, da kann nichts gemessen werden. Ja. Es ist alles nur die Erfahrung. Mhm. Und wir können da richtig keine Bezüge zwischen. Ja, deswegen können auch die Neurologen oder die Neurochirurgen niemals einen Gedanken irgendwie fotografieren. Das ist ja so eine ganz andere Ebene. Ja. Und die dritte Ebene, die wir sehen, ist die der Kreativität. Mhm. Wo wir selbst Wirklichkeit haben. Wir sind in drei Ebenen der Wirklichkeit. Wahrnehmen, Erfahrung, Kreativität. Ja. So ordnen wir es ganz grob ein. Ja. Also, ich hänge da gleich noch einen Satz dran. Entschuldigung, können Sie das nochmal wiederholen? Wir haben kein Wort verstanden, leider. Ja, es gibt diese drei Ebenen. Ja, dass man, also die Wahrnehmung, die Erfahrung und die Kreativität. Ja. Und ich wollte nur hinzufügen, dass wir beim Philosophieren zum Beispiel ganz viel Wert darauf legen, mit den Kindern auch Erfahrungen zu machen. Also das, eine Übung habe ich jetzt am letzten Wochenende gemacht, also nach der Grundausbildung gibt es halt noch so, sage ich, Zusatzmodule, das sind so Nachmittage, wo ich einfach so, das ähnelt auch dem, was du da machst, so ein bisschen. Die Lakota-Übung ist von den Indianern, die haben so ihren, habe ich mit ihnen jetzt eine Übung gemacht, mit meinen Teilnehmern. Die suchen sich einen Platz irgendwo im freien Gelände und sitzen nur da. Und sollen einmal 20 Minuten, also die Lakota-Indianer haben das oft eine Stunde gemacht, und die haben so ihren ganz speziellen Platz gehabt, wo sie immer wieder hingekehrt sind. Mhm. Und es geht nur ums Wahrnehmen. Aha. Also du sitzt dort und eigentlich sollst du nichts denken, sondern nur das wahrnehmen, was um dich passiert, vor allem akustisch auch. Ja? Dass du so, sozusagen, ja, alles, man kann es mit den Augen machen, aber wir haben angefangen jetzt mal mit der Akustik. Man kann die Augen schließen und haben dann, wie wir zusammengekommen sind, unsere Erfahrungen, wie Sie gesagt haben, ausgetauscht. Und das ist nur so eine Beispielübung, wo wir dann so eine akustische Landkarte gemacht haben. Und das war unerklärlich lustig. Also da haben wir, also das Haus, ein Haus war halt der Ausgangspunkt. Und dann hat irgendwer gesagt, ja, und da irgendein Vogel hat so gemacht. So ganz komisch, der war so in der hier. Ja, den habe ich auch gehört und so. Aber daneben ist es so, irgendein Moped hat gekleppert. Und so. Und, also es ist unvorstellbar, und die haben alle gar nicht geglaubt, dass wir, das war voll. Ja. Sie glauben gar nicht. Also es war unglaublich voll, diese akustische Landkarte. Und das ist genau das, was man beim Philosophieren auch einbringt, diese Erfahrung und diese Wahrnehmung. Ich finde das schön, was Sie gesagt haben. Und dann auch die Frage, was machen wir daraus? Also die Kreativität findet dann im philosophischen Gespräch statt. Also, Entschuldigung.
Warte, du stoppst mich. Nein. Hast du auch deine Gitarre? Nein, ich habe sie leider nicht. Das habe ich nicht geschafft. Ich frage mich, inwieweit ist das möglich? Ja. Also, die Kinder kommen ja auf die Welt mit einer völlig leeren, unprogrammierten Festplatte ihres Bewusstseins, sagen wir mal. Und sie lernen dann sukzessive durch Eltern, Geschwister, Umgebung und so weiter, wird diese Festplatte programmiert. Und wir landen dann, oder wir alle, um überhaupt leben zu können, mit einer Fülle oder einem Organismus, man nennt das Sinnesintentionalismus, um überleben zu können, wenn wir irgendein Geräusch hören oder einen visuellen Eindruck haben, dann stülpen wir sofort unser unsere programmierte Vorstellung darüber. Sonst könnten wir gar nicht überleben. Also zum Beispiel beim Autofahren oder so. Ja. Und insofern, wenn jetzt diese von Ihnen erwähnten Indianer oder Indianerkinder sitzen und also den Kosmos um sich herum wahrnehmen, können Sie diese Festplatte überhaupt nochmal löschen und nochmal von vorne anfangen? Ist das überhaupt möglich? Ja, definitiv ja. Also, und das sind keine Kinder, sondern das oder sind Erwachsene. So wie Sie. Ich könnte mit Ihnen sofort diese Übung machen. Mhm. Und Sie werden begeistert sein, weil man selten eigentlich. Ein wesentlicher Satz ist, wir haben einfach den Rahmen nicht mehr. Schauen Sie sich die Zeit an. Ja. Jeder mit dem Handy und in dieser Geschwindigkeit, in der heute gelebt wird. Und den Kindern fehlt und uns Erwachsenen genauso der Rahmen. Und ich möchte nichts mehr anders machen. Ich sage Ihnen, ich habe meinen Frieden, was das anbelangt, gefunden. Ich habe 12 Jahre in einer Schule unterrichtet, also auch mit schwierigen Jugendlichen gearbeitet. Und ich habe einfach erkannt, was die brauchen. Also ich habe mit denen jetzt auch nicht nur philosophiert, sondern wir haben eine Art Projektarbeit gemacht. Ich hab die Filme machen lassen. Ja, ich habe sie jahrelang schon auch von alten Leuten machen. Und das, was Sie sagen, ist so eine Idee, die ich wirklich auch habe, warum nicht jüngere Menschen mit Älteren zusammenbringen. Ja. Und ich habe jetzt offene Gesprächsgruppen und da sitzt ein 19-Jähriger und der Älteste ist, glaube ich, 50. Ja. Ein 19-Jähriger, das sind 30 Jahre Unterschied. Die Älteren müssen natürlich auch was zu sagen haben. Ne? Und das ist nicht selbstverständlich. Ne? Also ich glaube nicht, dass allein das Alter entscheidend ist dafür, dass irgendjemand sich vor eine Jugendgruppe oder Schülergruppe setzt und mit denen ins Gespräch kommt. Die merken sofort, was dahinter steckt oder nicht. Ne? Die haben da ein sehr sicheres Gefühl. Ne? Und, wenn ich das ergänzen darf, es kommt auf den Rahmen wieder an. Ja. Wenn Sie ich habe nichts Besseres in meinen, und ich bin jetzt 46, vielleicht schaue ich jünger aus. Ja, weiß Gott. Aber von meiner pädagogischen Erfahrung, und ich war im Kindergarten ein Jahr Zivildienst machen, und ich habe mich immer viel mit Menschen und Kindern beschäftigt. Ich habe nichts Besseres gefunden als einen philosophischen Gesprächskreis, aber der gut, wie Sie gefragt haben, richtig und gut angeleitet ist. Also das hat Methode. Ja, also das hat sich auch entwickelt, da könnte ich Ihnen jetzt eine ganze Stunde referieren. Aber das, so wie wir das entwickelt haben, das ist so eine Zusammensetzung von dem Kinderphilosophieren, was sich halt in den letzten 40 Jahren entwickelt hat. Ja, ich habe eine jahrelange Meditationspraxis hinter mir und auch. Aber jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden nehme wie Walter Jens, der Rhetorikprofessor, ich weiß nicht, ob Sie seine Bücher ein bisschen verfolgt haben, der dann einen Schlaganfall hatte und der war von Kind auf, wie nennt man das, allergisch. Er hatte eine Tierhaarallergie und er war eine ganz kranke Jugend. Und hat sich dann aber emanzipiert zu einem hochintellektuellen Menschen. Und dann bekam er diesen Schlaganfall. Sein Sohn und seine Frau, vor allem die Inge Jens, war völlig überfordert. Dann kam so eine schwäbische Bäuerin und hat gesagt, komm Walter, jetzt gehen wir mal zu mir auf den Bauernhof. Und dann hat er
also die Festplatte, die wurde dann gelöscht durch den Schlaganfall. Und dann hatte mit der Bäuerin weinen können, lachen können. Er hatte keine Tierallergie mehr. Er hat ihren Streuselkuchen gegessen. Er hat diese 5 Jahre Jugend, die ihm genommen wurde, durch Gründe, die ich jetzt nicht ausführen kann, die wurde ihm im Alter geschenkt. Ja. Warum? Weil diese Festplatte durch den Schlaganfall gelöscht worden war. Aber gut, wenn ich jetzt meditiere, dann geht mein Blutdruck runter. Ich kann den Ballast um mich herum ein bisschen zur Seite drängen. Ja. Aber wie weit kann ich wirklich diese Festplatte löschen? Das ist meine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Also. Wir müssten, ich sage nur einen Satz dazu, ich würde mit Ihnen ein Gespräch führen und Sie einfach fragen, definieren Sie mal Festplatte. Richtig. Weil eine organische Festplatte gibt es in der Form nicht. Ja, aber da könnte auch so der Fuß, also der, sagen wir, der Haken dran liegen, dass man für mich ist das Gehirn und das menschliche Sein eben keine statische Festplatte, die neu beschrieben wird, sondern das ist vielleicht in spiraldynamischen Neuentwicklungen. Ja? Es ist kein Kreis, der sich schließt, sondern das ist ein immer wieder neue, ich komme im Leben immer wieder zu dem Punkt, wo ich vielleicht schon war und denke mir, ja, irgendwas ist jetzt anders. Also ich, für mich ist die Spirale magisch, ja? Das hast du halt eh. Ja, eben, das ist jetzt auch interessant gewesen, als ich dich nach langer Zeit wiederum im Internet getroffen habe. Er hat tatsächlich Spirale und ein Profil gehabt, ja, was? Ach so, ja. Ja, genau. Ja. Weißt du, das hat mir wieder, boah. Das ist eines meiner wichtigsten Bilder, weil ich mal auch seit Ewigkeiten. Darum sind wir auch irgendwie seelenverwandt, quasi. Ja. So habe ich mir das interpretiert. Ja. Irgendwie. Also ich kann mir durchaus vorstellen, wenn man jetzt wirklich dieses macht und irgendwo sitzt und diesen Platz für sich gefunden hat, dass man andere Blickwinkel bekommt, einfach, indem man bestimmte Dinge sehr viel intensiver wahrnimmt, weil man bewusst darauf achtet, auch über diese Anleitung meinetwegen, und dann einfach Dinge ja aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann und deswegen auch sein Leben, wenn man mag, auch ein Stück weit umstellt und auch vielleicht andere Dinge wieder wahrnimmt, auch andere Menschen wieder ganz anders wahrnimmt. Und vielleicht auch das eigene Verhalten dann überprüfen kann. Und deswegen kann ich mir das schon durchaus vorstellen. Es ist anders als Yoga beispielsweise. Yoga ist so, also für mich persönlich, ich habe Yoga schon mal gemacht, es ist so dieses Runterfahren und diese Außengeräusche wegzuschieben, ist für mich ganz, ganz schwierig. Das andere kann ich mir durchaus eher vorstellen. Ich sitze irgendwo, schau beispielsweise auf eine Wiese, egal, und nehme einfach Außengeräusche auf. Weil ich setze mich auch gerne in den Garten und betrachte meinen Garten, was da drumherum ist. Also das kann ich mir super vorstellen, dass das geht. Also man muss auch sich nicht erzeugen. Ja, es ist einfach auch ein bisschen natürlich Arbeit. Ja. Also, ist ganz schön. Ja, Sie haben das nur ergänzt. Also er meint, dass man so manchmal einen Knick machen muss. Ja, so kommt man hinaus aus dem Blickwinkel ändern. Da gibt's, und wir verbinden sie eben mit vielen Übungen. Das ist nur ein Beispiel. Ja, wir machen aus der Farbenlehre, also diese vier Farbengeschichte mit diese Typisierung, grün, rot, gelb, blau, dass man eben gesagt hat, okay, wenn man da mal versucht, ein bisschen an der Stellschraube zu drehen, dass sich dann Dinge komplett ändern können. Ja. Blickwinkel. Aber ich kann mir einfach dadurch viel vorstellen. Ja. Das ist für mich sonst ein bisschen so ein Vakuum, wo ich dann denke, was ist es denn jetzt eigentlich? Philosophieren verstehe ich als eine Kulturtechnik im Sinne einer Persönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeitsarbeit. Du musst den Rahmen stecken, wenn du, also so wie wir es philosophieren, ist nichts anderes als mit einer Gruppe von Menschen sozusagen in die Selbsterfahrung zu gehen, in die Gruppenerfahrung zu gehen und daran zu forschen. Also das hat nichts mit der herkömmlichen Philosophie zu tun, bei uns ist es genauso. Ich spreche von angewandter Philosophie, die den Menschen zugewandt ist und nicht in einer ähnlichen Klausel. Wir trennen auch ganz streng, so wie Sie sagen, Philosophie von Philosophieren. Philosophieren sagen wir deswegen, weil wir doch mit wirklich ganz echten philosophischen Fragen arbeiten. So mit den Grundfragen des Lebens, die wir teilweise dann, wenn man
wenn man nach, also wir arbeiten mit dem Ich, mit dem Du, mit dem Wir, mit der Welt. Und es ändert sich dann auch, das, die Arbeitsweise ändert sich dann mit der Zeit. Also nicht nach dem dritten Mal, aber wenn wir so 15 Mal philosophiert haben, dann, dann verselbstständigt sich das auch. Aber das ist Aufgabe der, der Gesprächsleitung zu schauen, in welche Richtung kann ich jetzt mit der Gruppe schon gehen. Also gerade bei Kindern muss man schon schauen, dass der Rahmen immer gesteckt ist. Ja, das ist ja auch nicht überfordert. Ich sehe ja nun, wenn wir uns ja manchmal diskutiert über das Universum, wie ist es, die Struktur des Universums, das ist ja weit über, können wir es nicht vorstellen. Wir müssen also trotzdem damit aber arbeiten. Und da sind wir gerade am Überlegen, wie kann man das auch jemandem beibringen, über didaktische Möglichkeiten in Form von Analogieschlüssen. Das ist natürlich für Kinder zu viel. Wir kommen nicht umherum, dass wir so sagen Sie das richtig? Also ich, wir haben eine Aufnahme von einem Kind, das, das erklärt Ihnen den Urknall. Das ja, musst du bremsen. Ja, und jawohl, also, das ist schon mal eine Festlegung, ja, ja. Aber etwas vorstellbar. Aber erklären, weil das, was Licht ist, das Welle und Materie ja. Und zur gleichen Zeit, identisch ist und trotzdem was Verschiedenes, ja. Das ist schon sehr schwer, auch für Erwachsene. Aber da geht es auch darum, was, was die Dame gesagt hat, die eigene Perspektive auch mal ja. Kippen zu lassen. Wenn man mit ja. Kindern arbeitet, ist es auch wichtig, die Kinder sozusagen, es gibt da kein richtig und kein falsch. Und wenn, wenn ein Kind zum Beispiel sagt, dass, was weiß ich, das Licht ist etwas, was auf einen unsichtbaren Äther reitet. Das stimmt. Ja, 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 ja. Ja, dann wird aber ein verschulter Pädagoge sagen, ja, aber Einstein hat den Äther abgeschafft oder bla 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 und was weiß ich. Ja? Ja, und schon geht die Streiterei los, sondern es geht darum, dem Kind das auch zu lassen. Ja, ja, aber das ist. Ist ja, das und die richtige Frage zu stellen. Mhm. Ja, wenn, wenn mein Kind dann immer so hinbiegt und sagt, ja, aber nein, und der hat das und das gesagt, dann sind wir eigentlich in einem wissenschaftlichen Streitgespräch oder in einer wissenschaftlichen Diskussion. Also und nicht in einem Gespräch. Also durch das elektromagnetische Feld ersetzt worden praktisch. Es gibt diesen Äther schon in der Form. Als Fortbewegungs. Medium für Wellen, aber es ist natürlich keine Materie, nichts, aber die Wellen gehen aber. Und Lichtgeschwindigkeit da. Durch den Äther. Ja, das ist kein nicht der alte Äther mehr, aber es ist ein Ersatz. Ja, Tobias war sehr inspiriert, glaube ich. Das war aufgenommen alles an diesem Ort, wo ich gearbeitet habe, in Odonien. Ein Ort wie im Märchen, das alles so dort zu finden ist, es ist einfach irgendwie eine Abfallstelle, riesengroße Abfallstelle oder so, mit, aber dort auch Kunstwerkstatt von einem Künstlerkollege oder Rumpf, einem sehr bekannten Künstlerkollege, und er arbeitet mit Schrottmaterialien. Warum diese alle Aufnahmen, die Sie gesehen haben, das war wirklich dort, die waren dort an Ort und Stelle aufgenommen. Ich habe dort zwei Wochen lang im Container gelebt. Es war alles so mystisch, es hat geregnet zwei Wochen lang. Also einfach super. Wie hieß denn der Ort in Estland? In Estland? Es ist etwa 40 Kilometer südlicher von Tartu Mooste. Mooste, M-O-O-S-T-E. Ich glaube, man liest das Mooste. Ja, und jetzt haben wir hier am Schluss noch ein paar Beiträge von meinen Kolleginnen und Kollegen zum Thema Chaos in und rundherum. Das ist eigentlich das Thema, mit dem wir in diesem Jahr
arbeiten. Und zuerst habe ich auch so etwas in St. Gallen im Rahmen meiner Ausstellung in diesem Jahr schon gezeigt, und das ist die zweite Folge. Ob die dritte in diesem Jahr kommt, das wissen wir noch nicht. Das muss irgendwie von sich selbst quasi entstehen. Also ich forciere nie etwas. Man kann auch nicht Spirale forcieren, weil dann schmeiße ich hinten, ganz weit weg hinten. Ich zeige euch nur noch ein paar Beiträge. Das ist von Kollegin Renate Lenz aus Deutschland, aus Köln. Wenn ich Ihnen auch noch einen Text von ihr vortragen darf. Sie beschäftigt sich viel mit Bibel. Sie kennt Bibel auswendig und ich glaube, sie lebt danach. Und das war auch ihr Beitrag. Sie schreibt: Ich empfinde kein inneres Chaos, Gott sei Dank. Als Tohuwabohu begegnet uns der Begriff in Anlehnung an Mose, und die Erde war wüst und wüst. Entschuldigung. Und die Erde war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und das Chaos um mich herum, ist nicht auch unsere Erde verwüstet und die Menschen oft innerlich leer und ziellos? Wie stehe ich als Einzelwesen dem gegenüber? Sie zitiert wieder Lukas. Aber der Tag fing an, sich zu neigen, und die 12 traten herzu und sprachen zu ihm: Entlass das Volk, damit sie in die umliegenden Dörfer und Höfe gehen und einkehren und Speise finden. Denn hier sind wir an einem öden Ort. Er aber sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen: Wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Oder sollen wir hingehen und für dieses ganze Volk Speise kaufen? Mein persönliches Fazit: Da hat einer auf seine Brote und Fische verzichtet, und indem er sie einem Größeren zur Verfügung gestellt hat, wurden Tausende satt. Für mich eine wichtige Erkenntnis, meinen Kleinkram nicht krampfhaft für mich zu behalten. Es könnte für andere zum Segen sein. Und immerhin, der Besitzer der 5 Brote und 2 Fische war ja auch mit gesättigt worden. Das Gute vielleicht auch in dem Projekt ist, alle Beiträge werden immer natürlich willkommen. Es wird nie irgendwelche Zensuren oder irgendetwas geben. Alle, die sich mit dieser, ja, mittlerweile auch Bewegung quasi identifizieren, sind immer recht herzlich willkommen. Darum ist auch diese Palette der Beiträge inhaltlich auch sehr, sehr verschieden. Das ist Beitrag vom Kollege aus Berlin, der in Gambia war. Er steht sehr kritisch gegenüber halt, ja, diesem Gier nach Geld und materiellen Werten. Und noch mehr produzieren und mehr zu Werk werfen und halt, ja, Kriege dafür auch führen. Das ist ein Beitrag von dem Kollegen aus Kroatien. Er schrieb dazu: Nichts hat einen Sinn im Chaos, aber das ist dann auch der Sinn des Chaoses, was wiederum heißt, dass alles einen Sinn hat, weil alles Teil vom Chaos ist. Obwohl gerade das dann überhaupt keinen Sinn mehr hat. Was bedeutet,
dass es ein echter Chaos ist. Das läuft dann an. Vielleicht können wir sogar damit. Nee, das ist schon mal nicht so. Beendet. Das ist wirklich gut. Wir haben auch Beitrag aus Argentinien. Das ist das erste Mal, dass ich einen Beitrag aus Argentinien bekommen habe. Aus Serbien drei Beiträge von Daniela Odabasic. Das ist ein sehr bekannter Künstler und Grafikdesigner aus Vereinigtem Königreich, lebt aber auf Zypern. Andreas Tomlin, also das ist jetzt für mich persönlich ein Kompliment. Mich freut es riesig, dass dabei auch Leute sind, quasi weniger bekannt oder kaum bekannt, aber sie identifizieren sich einfach mit der Geschichte und dabei sind aber auch die Menschen, die sagen könnte, also bitte, was soll es denn nicht, also das brauche ich nicht, auf keinen Fall nicht, aber sie sind dann auch gerne dabei. Das ist die Kollegin Judith Schüler aus Deutschland und das ist ein junger Mann, Mann, das ist Sonja dort steht, aber ich habe das von einem jungen Mann bekommen aus den Staaten, aus Virginia. Ja, das ist in etwa, was ich mich vorgestellt habe, weil das Thema Chaos ist, ich habe das auch chaotisch ein bisschen dargestellt, vermutlich, vielleicht könnt ihr etwas mit nach Hause nehmen, wenn nicht, ist auch okay. Wir können, Sie können mich natürlich auch gerne Fragen stellen. Wir machen auch gute Schuhe. Ich meine, sagen wir mal, das hier, der Mann